Die Schweriner Straße in Wüstmark ist eine der Straßen, in der die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt wurde. Ursprünglich wurden die Kosten der Lampenerneuerung dort auf knapp 62.000 Euro geschätzt. Im Endeffekt stand ein Betrag in Höhe von 230.000 Euro auf der Rechnung. Das kritisierte das Rechnungsprüfungsamt in seinem Jahresbericht. Die Verwaltung reagiert, in Zukunft soll bei der Haushaltsführung genauer geprüft werden, ob Mittel freigegeben werden.